Herzlich willkommen, meine lieben
Damen und Herren, ich begrüße auch die Kunst hier, die Kunstinteressierten und hoffe, dass wir heute Abend hier eine ganz tolle Kasse machen. Also hier kann gesteigert werden und das sind Originale, nicht nur Bilder, wir können Keramik, wir können Musik und das alles können Sie steigern. Sie können auch mich steigern für 42 Euro im Jahr. Werden Sie Mitglied bei unserem wunderschönen Verein und dann haben Sie mich am Hals. Ich hoffe, Kunst ist ja eine Geschmackssache, das ist eine Welt der Farbigkeit und wie gesagt, geschmäckerisch. Es ist sehr unterschiedlich, wie Kunst gemacht wird, wie Kunst gesehen wird. Und da fällt mir immer wieder ein, also ich stehe in diesem Kasten an der Rochergebut und dann sagt einer, ich hätte gerne, er weiß sie, schön braun, aber nicht so schwarz wie die Rot. In diesem Sinne, viel Spaß und steigert ganz toll. Ich freue mich total, dass wir in diesem Jahr die vierte Kunstauktion 100x100 machen, zum vierten Mal. Und ich stelle fest, wir haben wesentlich mehr Besucher als im letzten Jahr. Aber kein Wunder, denn in diesem Jahr ist die Halle wesentlich schöner illuminiert als in den vergangenen Jahren. Die Kunstwerke hängen schöner, man kann viel besser sehen, was man ersteigern kann. Und ich hoffe halt, dass heute ein schöner Abend für uns alle wird. Es gibt viel zu sehen, viele Werke zu versteigern. Wir haben insgesamt 108 Versteigerungsobjekte. Das ist eine ganze Menge. Und insofern wollen wir auch schnell anfangen. Unabhängig davon, ob unsere Bildschirmpräsentation noch funktioniert oder nicht. Wir arbeiten daran parallel. Aber damit es nicht so lange dauert, starten wir jetzt. Zum vierten Mal hat der Kulturstammtisch Bleskastel die Auktion 100x100 unter dem Motto »Große Kunst für kleines Geld« ins Leben gerufen. Die Kunstwerke und die Auftritte wurden ab einem Mindestgebot von 100 Euro pro Stück versteigert. Die Künstler und Musiker haben zusammen über 100 Kunstwerke bereitgestellt. Wie zum Beispiel Keramik und Bilder gestaltet in verschiedenen Techniken, Zauberkunststücke, Fotobilder, Motorsägenschnitzereien, Collagen, Songs und Gedichte. Die Qual der Wahl also. Der Auktionator Dieter List hat fast 3 Stunden die Auktion geführt und die Kunstwerke an die Höchstbietenden gebracht. 20% des Versteigerungserlöses gehen in die Vereinskasse. Damit können wieder neue Kulturevents ins Leben gerufen werden. Ich seh dich jeden Tag da stehen, egal ob es regnet, schneit, die Sonne lacht. Deine Blätter können vielleicht sehen, was der Mensch gerade so um dich macht. Du bist doch jung, nein, keine 20 Schlätze alt, doch von kräftiger Statur mit starkem Stamm. Du stehst als Baum allein, doch nicht im Wald, man von beiden dich bereits sehen kann. One to the middle.
vielen Dank fürs Kommen und viel Spaß mit den ersteigerten Sachen, die Sie mit nach Hause nehmen können. Also bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Good.